Denkmalschutz und Klimaschutz muss nun zusammen funktionieren, so die Kulturbehörde. Zu diesem Zweck hat das Denkmalschutzamt jetzt einen Online-Leitfaden erstellt. Die Energiewende findet auch hier auf den Dächern Hamburgs statt. Das Altonaer Museum ist eigentlich denkmalgeschützt. Trotzdem wurde hier jetzt eine Photovoltaikanlage installiert. Für die Kulturbehörde kein Widerspruch. Denkmalschutz per se Klimaschutz ist, weil wir damit Ressourcen erhalten, die schon mal verbaut worden sind, die graue Energie, die in so Gebäuden steckt, bewahren können, muss unser Ziel sein, dass wir diese Gebäude auch nutzen können, um Photovoltaik zu ermöglichen. Und wie das gehen kann, das erklären wir jetzt in einem Leitfaden, der dem einzelnen Denkmalbesitzer deutlich macht, auf diesem Wege komme ich zu einer Genehmigung. Im Regelfall ist das auch kein Problem. Solange die Installation nicht öffentlich einsehbar ist, zum Beispiel bei Flachdächern, und nicht wesentlich in die Denkmalsubstanz eingegriffen wird, genehmigt das Denkmalschutzamt den Aufbau von Photovoltaikanlagen auf kurzem Weg. Wenn man feststellt, das ist es nicht, sondern ich rede über eine öffentlich sichtbare Fläche, ich rede über ein herausragendes Denkmal, nehmen wir mal den Michel als ein Beispiel, da kann ich natürlich nicht einfach im Verwaltungsgang entscheiden. Da lohnt es im ersten Schritt, mit dem Denkmalschutzamt Kontakt aufzunehmen, einen Termin vor Ort zu machen, zu gucken, wo geht's, wie geht's. Wir sind hier am Altonaer Museum, auch ein herausragendes Denkmal, wo man auch eine Lösung gefunden hat auf einer rückwärtigen Dachfläche, in der es dann möglich ist, obwohl es erstmal relativ schwierig erschien. Konkret konnten hier 215 Quadratmeter Solarpanels installiert werden. Das Museum deckt dadurch nach ersten Modellrechnungen rund 13% des eigenen Strombedarfs ab. Gleichzeitig mit dem Dach ist aber natürlich noch eine Dämmung eingebaut worden, die es vorher nicht gab. Das heißt, wenn wir jetzt heizen, heizen wir nicht mehr den Himmel über Ottensen, sondern wir heizen tatsächlich unser Gebäude. Und wir haben noch eine zweite Maßnahme jetzt, die wir demnächst umsetzen können, dass wir alle Beleuchtungskörper im Haus auf LED umstellen. Das ist auch nochmal eine Einsparung. Mit Hilfe des Leitfadens unter hamburg.de/praxishilfe-denkmalpflege sollen im Sinne der Energiewende weitere Denkmäler folgen.